Gut, Mab, du. Matthias Sempach ist ein König, ein Schwingerkönig. Diesen Titel dürfen nur die Sieger vom eidgenössischen Schwingfest tragen. Also ich habe mit 10. Jahr verschwingen. Aber ich denke, zum Schwingen, man muss ein bisschen geboren sein für das. Man muss eben gerne den Kampf Mann gegen Mann haben. Ich glaube schon, als kleiner Bub hatte ich immer zwei Träume gehabt, ein Schwingerkönig werden. Und dann einen eigenen Hof zu haben. Und ja. Sempach hat den Königstitel 2013 in Burgdorf erschwungen. Schwingerkönig bleibt man für die Ewigkeit. Es gibt keine Ex-Schwingerkönige. Ja, also das Ziel ist eigentlich immer, wenn ich in einem Schwingfest antritt, dass ich gewinne. Dass ich einfach gut schwinge und jetzt sicher auch auf Festenweihe habe, möchte ich sicher noch einst den Titel verteidigen. Aber mir ist bewusst, dass es, ja, dass alles muss zusammenpassen, dass es noch einst gelingen kann. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in Schwingerkreisen, dass auch ein Schwingerkönig einer bürgerlichen Arbeit nachgeht. Selbst wenn er vom Sponsoring leben könnte. Ich denke, es wäre unmöglich, wenn ein Schwingerkönig in heutiger Zeit 100% arbeiten würde. Da würde sicher noch etwas darunter leiden. Ich denke, jetzt in meinem Fall sind zwei Tage ideal. Ja. Der gelernte Metzger und Bauer ist derzeit Angestellter und an zwei Tagen in der Woche als Futtermittelvertreter unterwegs. Nicht, wenn wir braun können, oder? Nein, wieso? Willst du schwarz? Willst du eine Fotografie? Ja. Das ist Talent, oder? Und der ist dein Favorit, ja, Talent. Die stellt etwas dar. Ist sehr gesund gebaut und ist, ja, leistungsfähig. Das ist jetzt auch dank den Futtermitteln, die Sie verkauft haben? Ja, sicher auch. Nein, wir versuchen immer. Also, das ist natürlich schon ein Aspekt, den man nicht ausblenden darf. Oder? Weil die Kühe muss man unterstützen mit der Leistung, die sie geben. Das ist vielleicht auch ein bisschen wie Spitzensport bei den Menschen. Also, ich muss ja mehr Vitamine, mehr Energie, mehr Eiweiß zu mir nehmen, sonst kein anderes Leistungsloch. Und bei den Kühen ist das eigentlich genau das Gleiche. Und darum gefällt mir die Arbeit so gut. Menu. Menali. Jetzt haben wir den Ding. Anfang er hat viel Haar und er ist ja in der Sonne, dass er trocknen konnte. Das ist mein Siegerpreis von Meikenes. Ja, so einen Money gewinne ich vielleicht nie mehr. Also, ich sage vielleicht, ich muss sicher vielleicht einen Money von Meikenes. Und das ist schon etwas ganz Spezielles. Es ist schön, wenn man manchmal mitnehmen kann, eine Autogrammstunde. Die Leute haben Freude.
Aus sie erinnere ich mich auch an Burgdorf zurück. Ne? Als einer der wenigen hat er den Siegermuni behalten. Immerhin der Gegenwert eines Kleinwagens. Wenn du den Hinteren laufen, gell? Nein, also ich denke, ich bin gleichwohl recht ein sensibler Typ. Ja. Gell. Das ist ein guter Kapitel. So einem Schwingfest, wenn die Lebigpreise alle so um 10 Uhr einmarschieren, das ist eine schöne Tradition und die sollte man schon beibehalten. Weil es stellt auch etwas dar. Und ich denke, schon für jeden Schwinger schön, wenn er einen Muni gewinnt, wenn er dann daheim in der Schwingerstube ein Foto aufhängen kann. Neben dem Muni, das ist schon etwas Spezielles und ja, bedeutet, glaube ich, jedem viel. Das ist geboren am 5. November 2013. Es ist Tradition, ein Jahr vor dem Eidgenössischen die 10 Lebendpreise, Kühe und Pferde dem Publikum vorzuführen. So wie hier in Estavayer im August 2015. Der zukünftige Siegermuni wird hier zum ersten Mal gezeigt. Flankiert von seinem Götti, dem Friburger Eckschwinger Hans-Peter Pellet. Ein Jahr vor dem Eidgenössischen tritt auch die Direktorin auf. Die ehemalige Juristin gehört zusammen mit den obligaten Ehrendamen zu den wenigen Frauen unter den Funktionären. Moment, macht mich gerade nicht nervös, weil ich sehe, dass es hier läuft. Es hat viele Leute, es ist schönes Wetter. Und am Montag oder morgen werde ich dann wieder ein bisschen mehr nachdenken und vielleicht eben anfangen zu zählen. Vom König wird erwartet, dass er an solchen Veranstaltungen Hof hält. Möchten wir auch noch schnell ein Foto machen mit den hübschen Damen? Komm mal ein bisschen vorne. Ich muss schauen, dass ich topfit werde. Sind Sie jetzt nicht, oder? Momentan noch nicht, nein. Seit 14 Tagen jetzt keine Krücken mehr, aber ich bin sehr positiv und schaue zuversichtlich auf das Fest. 3 Monate vorher am Oberaargauischen Schwingfest passierte es. Der König stürzte und holte sich komplizierte Brüche am Fußgelenk. Nach der Operation war es aus mit Schwingen. Es ist September 2015 und der König hofft, dass sein Arzt ihm heute das Training wieder erlaubt. Alles andere wäre eine Katastrophe für ihn. Normalerweise sind die Patienten auch 3 Monate im Gips bei uns. Erst dann werden die Schrauben hier entfernt. Also jetzt das Ziel ist eigentlich, dass ich Ende Oktober verschwingen, aber nur technisch. Und im Januar, Ende Januar, wettkampfmässig. Sehe ich kein Problem. Ja. Gut. Wird sein. Dann machen wir das so. Heidi Jenny ist seit 9 Jahren mit Sempach zusammen. Zum Heiraten war noch keine Zeit, sagt er. Der gemeinsame Sohn Henry ist 9 Monate alt. Ist gut gegangen heute? Tipptopp. Was ist mit dem Aufweisen? Das hat mir einer geschenkt. In der Region war ein grosses Schwingfest und da bin ich mal mit. Ich bin zwar den ganzen Tag nicht so draus gekommen,
was passiert auf dem Schwingplatz, aber kann man dort mal... Das war nett. Und dann? Ja. Und dann? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir uns lange nicht mehr gesehen und dann haben wir uns wieder eins gesehen. Und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen. Und dann ein bisschen länger. Ja, sie hat mir einfach gefallen und sie hat hier eine bodenständige Art. Sehr gut. Ich war immer sehr scheu, sonst bin ich aber nicht so eine Scheuche. Und ja, es ist lang gegangen, bis mich einen Schnee getraut hat. Ihre Art, das ist das, was mir gefallen hat. Oder immer noch gefällt. Es ist mega herzig, weil ich ihn nicht so kennt von dieser Seite. Und weil er selber tut wie ein Kind. Auf allen vier durch die Stube durch. Auf dem Flughafen Bayern wird gebaut für den größten Sportanlass der Schweiz. Eine Arena für 52.000 Menschen. 25 Millionen sind budgetiert und man will natürlich Gewinn machen. Viel zu groß sei der Anlass, kritisierten viele schon in Burgdorf. Und auch jetzt wieder. Direktorin Isabel Emmenecker wusste bislang wenig vom Schwingen, ist aber seit 4 Jahren mit viel Herzblut im Amt. Der Schwingsport hat das Glück, dass er in den letzten 10, 20 Jahren moderner wurde. Viel mehr Leute, die sich dafür interessieren. Auch viele junge Leute, auch Leute aus der Stadt, aus der Agglomeration. Und das ist für mich, ich finde das etwas Grossartiges, etwas Positives. Und ich habe immer ein bisschen Mühe mit den Leuten, die etwas, das funktioniert und ja positiv und schön ist, kritisieren. Sempach kommt gerne frühzeitig auf den Schwingplatz, weil er um die Kraft mentaler Vorbereitung weiß. Ja, das mache ich schon noch gerne, manchmal auch beim Einschlafen. Denke ich an die Gärtner. Wir denken daran, wie sie etwas zwingen, in welchem Schwung. Das Visualisieren, das mache ich sehr oft. Ich mache es eigentlich auch immer vor jedem Gang. Das war etwas sehr, sehr Wichtiges. Also hohe Konzentration? Ja, manchmal. Ja, manchmal geht es ja gleich in die Hose, aber ich versuche es zumindest. Männer schwingen seit Hunderten von Jahren. Die Mädchen und Frauen offiziell seit 1980. Das erste Schwingermuseum ist ihr Verdienst, Irene Bodenmann-Mehli. Ihr Vater, Schwingerlegende Karl Mehli, hat bis heute als einziger 9 eidgenössische Kränze gewonnen. Der zweifache Schwingerkönig war total dagegen, dass seine Tochter auch schwingt. Ich sage immer, sie hätten mich zur Adoption freigegeben. Hätten es wahrscheinlich im schlimmsten Fall dann schon nicht, weil sie lieben mich ja, aber es wäre gar nicht gegangen. Sie hätten mich schlicht verboten. Ja, ich kann mir es nicht recht vorstellen, wenn sie jetzt da so aufeinander fallen, ob denn das für eine Frau gesund ist oder nicht. Auch für die Brüste. Ich bin aber nicht sicher, wie weit dass es wirklich um unseren Busen geht oder wie weit dass es vielleicht viel mehr darum geht, dass das männliche Ego ein bisschen leiden könnte, wie man jetzt so in eine Domäne trampelt, die im Normalfall im eher starken Geschlecht vorbehalten ist. Mit 34 Jahren hat sie dann über sich selbst gesiegt und doch noch angefangen, auch im Sägemehl zu kämpfen. Also ich denke, mit 20 Kränzen darf ich mich zu den erfolgreichen Schwingerinnen zählen. Das ganz bestimmt. Die erfolgreichste Schwingerin heute ist die 31-jährige Sekundarlehrerin Sonja Kelly. Das macht es eben aus.
Auch bei den Frauen gilt, wer zuerst auf dem Rücken liegt, hat verloren. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, Siegerin vom eidgenössischen Frauenschwingfest heisst Kälin Sonja. Frauenschwingfest 2015. Kälin Sonja, bitte Ehre. Was bei den Männern der Muni ist, bei den Frauen ein Pferd. Aber auch die Königinnen nehmen in der Regel lieber den Gegenwert in Schweizer Franken. Die Unterschiede sind sonst eher äußerlich. Ja, es ist genau das Gleiche wie das Mannenschwingen. Es steht für Kampfgeist, es steht für Leidenschaft, für Herzblut und einfach mit Freude am Sport. Herbst im Emmental. Und der Schwingerkönig verlässt sein Hoheitsgebiet. Mit Sohn Henry und Freundin Heidi besucht er seinen nach Frankreich ausgewanderten Lieblingsonkel Sammy. Der hat dort einen großen Bauernhof übernommen. Ja. Mit das Hundeli. Das Hundeli. Hallo. Tschüss, yes, alle, alle. Kleine. Komm mit, komm mit. Hundeli, Hundeli, Hundeli. Oh, das liebes Hundeli. Das ist ein liebes Hundeli. Hä? Was ist los, Herr? Ja. Freut mich, dass du gerade alten Eigenoss kommst, besuchen, ja. Frankreich, gell? Das ist im 1969. 1969 habe ich die eben vom, habe ich die rausgeschwungen am Sempacher Schwingen. Wo wir den Hof übernommen haben im 2000, das hat enorm viel Mut gebraucht. Und diesen Mut, den tut man sich natürlich auch aneignen als Schwinger. Weil man wird manchmal auf das Kreuz gelegt und muss manchmal wieder aufstehen und muss auch manchmal auch ein bisschen einen Zehengring haben. Nehmen wir da schauen. Schau dir. Oh, schau mal. Hä? Kälbeli, hä? 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 Wie heißt's? Hä? Hast du schon einen Namen? Würde ihm Henriette sagen. Henriette? Henriette. Henriette ist doch gut. Henriette ist super. Kleine Henry. Ist super. Oh, heute. Henriette. So. Ein Mönnerli, hä? Ja, schönes Mönnerli. Toy Story. Ist es noch? Ja, ja, Toy Story. Hat eine gute Abstammung. Ja. Die Landwirtschaft, das war ehrlich immer meine grösste Leidenschaft. Ja. Und erst Schwingen kam. Hat sich das so ein bisschen konkurrenziert. Ja, Kühe. Und Kühe, ich bin halt schon immer gerne Freude an den Tieren. Mehr als an den Maschinen. Also, ich war schon der Hopler, sagt man ehrlich. Ja. Ja, Viehzüchter halt. Bis 6-jährig haben wir gebaut. Und dann musste ich noch nicht gross in den Kindergarten. Ich war jede freie Minute im Stall. Das war schon das Grösste. Aber als er 6 Jahre alt war, mussten seine Eltern die Pacht aufgeben und alle Kühe verkaufen. Also ich denke, das ist für niemanden schön, oder? Aber für mich dann als 6-Jähriger war das schon brutal. Wo einfach auf den Moment auf den anderen Tag nicht der Stall leer ist. Ich glaube, sogar am Abend habe ich den Vater noch in die Scheiche gebissen. Ja, das hat mich schon mögen. Dann, ja. Ja, dann auch, als wir dann auf Augenstorf zügelt, habe ich dann am Abend, jetzt, glaube ich, manchmal schon gesehen, dass ich gerannt habe. Ja. Ja, das Ziel ist einfach schon irgendwann wieder selber Hof zu führen. Ja, ja, selber habe ich noch ein bisschen Tiere, eine Kuh und eine Muni, die mir gehört. Und das ist einfach etwas, wo man Spass macht, aber momentan habe ich ein bisschen zu wenig Zeit. Seit den Anfängen, als die Kirche das Schwingen zeitweise verboten hatte, und seit den 60er Jahren, als Langhaarige noch aus dem Verband ausgeschlossen wurden, hat sich einiges verändert. Der Mettl und auch der Stefan, die haben eine wahnsinnige Unterstützung von ihren Eltern.
Und durch das konnte er natürlich wachsen. Oder? Und bei meinen Eltern, ich hatte keine Unterstützung, bei meinen Eltern hat es nur eins gegeben, arbeiten. Wenn ich auch am Abend manchmal noch bei trainieren, hat die Mutter gesagt, was willst du jetzt heute am Abend noch trainieren, wenn du heute schon so viel hast müssen arbeiten. Und ich hatte natürlich auch ein bisschen meine Ziele gehabt. Mein Ziel war eidgenoss. Ich habe das auch erreicht, dass man einen eidgenössischen Kranz gewinnt an einem eidgenössischen Schwingfest. Nebst dem Schwingerkönigstitel natürlich die grösste Auszeichnung. Oder? Wobei der Kilian hat natürlich da schon ein bisschen Schwung und Popularität hineingebracht. Er war ein Hübscher, ein Athlet. Du bist auch hübsch. Aber Kilian ist natürlich auch ein Hübscher als Berner Oberländer. Nein, das geht nicht um das. Aber dem Mädchen hat das gefallen. Er hat dann mit der Werbung, er hat Aufträge, er hat das schon ein bisschen in den Zug gebracht. Ja, das ist ein gutes Vorbild. Sehr gut. Ein Vorbild, das möchte Sempach auch sein. Darum erscheint er auch vorbildlich an Anlässen und stellt sich den Medien. So erwarten es die Sponsoren. Komm aber zu mir. Aber er hat auch Grenzen. Ich habe schon abgelehnt. Ja. Sponsoren, die nicht zu mir gepasst hätten. Vor allem Sponsoren aus dem Ausland, die mit unserem Sport hätten wollen, das Weissnässer kaufen. Ja. Im Rampenlicht ist es sicher nicht immer angenehm. Aber manchmal schon, oder? Ja. Manchmal ist es sicher auch etwas Schönes, aber manchmal wäre man einfach wirklich einfach der unbekannte Matthias Sempach. Also du kannst vom Sponsoring leben? Ja. Was heisst das? Wie verdient man das? Ja, ich habe keine Ahnung. Über das redet man in der Schweiz nicht. Über das Geld? Über das Geld redet man nicht. Hans-Peter Pellet war bis vor kurzem der Schwinger mit den meisten Kränzen, die je ein Schwinger gewonnen hat. 136. Als Jugendlicher hat Sempach mit ihm trainiert. Ein harter Kerl sei er, der Pellet. Dieser hat mit 40 die Schwingerhosen an den Nagel gehängt. Es wäre, als hätte er seine Seele verkauft, wenn er Sponsoren gehabt hätte, sagt er. Also, was ich bekommen habe, ist von ihm, von den Fleisch und King, habe ich, von Pierre Philipp, habe ich ging die Fitness ab. Das habe ich schon genommen. Fleisch, ich muss sagen, das habe ich schon genommen. Aber einfach Geld habe ich nicht genommen. Das hat mir das einfach geschickt. Genau. Und warum hast du kein Geld genommen? Ich war einfach nicht auf das Geld gewesen. Ich wollte das so machen, wenn es werken will. Und probieren, ohne Geld zu machen. Es ist schon etwas zu schwingen, das kostet schon etwas. Aber wenn man es will, schafft man das. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Sponsor hätte. Und auch vom Pucko. Dann dachte ich mir, oh ja, schade. Für sie war es gesponsert. Aber jetzt, das ist einfach heute, das ist der Sport. Sponsor, das wird auch länger wie mehr kommen.
das erste Training im Schwingkeller für Matthias Sempach nach der Verletzung. Gut kommt. Schau. Diese Sachen vergisst man über den Winter oder über den Herbst. Oi. Tut schon jetzt. Darauf schauen, dass sie gut greifen. Das letzte Schöne zeigt, hier den Gurt zu ziehen. Haben wir die, die eng greifen wollen. Warte, die wollen hier noch Hosen nehmen. Dann hier sicher schon super Achen arbeiten. Links auch gut greifen. Dann jetzt zuerst machen wir gleich gleich. Hört ja auch den Kurz. Der Tier wird einfach sehen, dass der wirklich weder zieht, dass der voll durchzieht. Und das heisst für mich, vor allem, wenn er hier reingeht, dass der voll in den Gegner reingeht. Hier. Hier mit der Hüfte suchen. Dass zwischen Bauchnabel und Bauchnabel kein Spiel ist. Und für das geht er nicht nur hier unten rein. Es ist auch wichtig, dass der hier eben zieht. Und dann sauber den Kopf drehen. Gut, jeder 10-mal. Was? Wenn ich gesund bin, ist eigentlich täglich ein Training. Außer dem Sonntag. Und am Montag mache ich gerne 2. Und die Intensität ist halt sehr hoch. Ich sage jetzt einfach halt höher als bei einem Austauschsportler. Darum trainiere ich auch mehr. Und bei uns kann man sagen, nach 2 Stunden so einem Training bist du eigentlich. Ja, bist müde, bist kaputt. Und darum ist es gar nicht möglich, mehr als 16 Stunden zu trainieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass es mir jetzt so gut geht wieder. Und ich habe mich jetzt schon gefreut, ja. Ich wollte eigentlich schon Mitte Oktober anschwingen. Jetzt habe ich es noch ein bisschen rausgezögert. Und jetzt freue ich mich, dass ich wieder schwingen kann. Der 10 Jahre jüngere Teamkollege Remo Käser ist einer, der ihm gefährlich werden könnte. Für mich ist natürlich auch wichtig, dass jetzt Serie hatte, die fast auf Augenhöhe sind, die mich auch fordern. Und er ist jetzt zum Beispiel einer, der mich schon fordert. Ja. Fürs Eidgenössische werden alle 3 Jahre 100 Paar neue Schwingerhosen genäht. Schwinger steigen nicht in die eigenen Hosen. Sie fassen diese auf dem Platz. Hier oben, wo der Gurte reinkommt, sieht er hier. Unsere Schreie, hier haben sie hängen noch und das hängen noch. Hier sind gut, das muss hier haben, sieht er hier. Und wenn man hier nur eine schneit, hängt sie auf 40. Das ist nichts. Das lässt. Wir haben noch nie eine Hose hier gelassen. Noch nie gesehen. Wenn sie hier oben durch, wenn sie je nachdem, wenn sie sie nicht recht dämmen tun oder so, wenn es so zu, dann können sie gehen. Es ging so, ist, dann muss man wieder so machen, dass es wieder gerade ist. Aber sonst, hier tue ich gerne nähen. Nebeneinander, nicht übereinander. 6-mal nebeneinander. Nein. Ah, wo bist du? Der Sportchef des Eidgenössischen holt die Hosen persönlich ab. In den verschiedenen Schwingclubs müssen diese nun eingeschwungen werden. Seit einigen Jahren gibt es auch dunkle Hosen. Eine Konzession ans Publikum, damit die Schwinger gut unterschieden werden können. Diese Änderung erforderte viel Überzeugungsarbeit im Schwingerverband. Tipptopp, merci. Der Verband wacht darüber, dass die Schwingerarena werbefrei bleibt. An der letzten Versammlung hat sich der Seeholzer Otto zu Wort gemeldet, weil ihm gewisse Veränderungen auf dem Schwingplatz Sorgen bereiten. Nach der Gurt passt. Nicht zu eng, nicht zu weit. Und dann packt man drunter. Und dann
gibt man einander die Hand. Das ist ganz klar vorgeschrieben. Man schaut einander in die Augen, gibt einander die Hand. Das fällt natürlich schon das Spiel an. Also der so reinkommt, der sieht nicht so gut aus. Sondern auch wenn der Rang grösser ist, 2 Meter. Wenn man gewonnen hat, gibt man ihm die Hand. Man hilft ihm auf, oder wenn er selber aufsteht und putzt ihm die Schultern ab. Das ist unsere Genugtuung und geht zum Tisch und kann Freude haben. Aber man muss nicht rumkumpen und ganz Platz und zeigen, wie ich jetzt ein grosser und ein starker bin. Es darf sich einer freuen, es darf von einer Hortung schnell den Arm lüpfen. Das ist okay. Und er, muss nicht, er darf nicht erst den Arm lüpfen, wenn er Schwingerkönig ist. Es ist für einen kleinen Jungen Giel ein Erfolg, wenn er einen nimmt, den er vielleicht als Jungschwinger 25 Mal verloren hat. Das weiss niemand vielleicht auf der Tribüne, aber er weiss, für ihn ist es ein Erfolg. Aber die Emotion muss kontrolliert sein. Ich sage es so. Körperbemalungen ist von mir aus gesehen das, wo man müsste sagen, passt das zum Schwingen. Und ich möchte etwas dafür machen, das ist in den Schwingkellern, das ist bei den Aktiven, dass man sich überzeugen kann, dass Körperbemalungen eigentlich nicht in unsere gelebte Tradition passen. Der Böse ist ein Appenzeller. Hier in Gais lebt Michael Bless, ein erfolgreicher Nordostschweizer Schwinger. Er hat lieber Schlangen als Kühe und seine Tattoos seien für ihn eine Art Tagebuch. Ich bin einfach der Meinung, dass Tattoos nicht die Tradition des Schwingsports kaputt machen. Sondern ich bin auch jemand, der Traditionen des Schwingsports pflegen will. Ich habe auch andere Interessen in meinem Privatleben. Dazu gehören auch Tattoos. Und ich finde jetzt nicht, dass Schwingsport und Tattoos da irgendeinander im Weg stehen. Oder? Dass zwischendrin ein blöder Spruch kommt von einem Schwingkollegen oder so, da steht man drüber. Und das ist nicht jedem seins. Das verstehe ich vollkommen. Viel wichtiger ist ihm ein ganz spezieller Sieg. Das war vom Eidgenössischen im Frauenfeld 2010, wo ich im dritten Gang den Matthias Simpach nehmen konnte. Und das ist für mich natürlich sehr speziell, weil er war Top-Favorit an diesem Schwingfest und natürlich eine Bekanntheit. Und ich war so eher nicht bekannt, so ein bisschen der Underdog. Und hat mich beflügelt an diesem Tag. Und auch nachher noch weit in meine Schwingkarriere jetzt die Serie von dem Gang. Und da zeigt mir einfach immer auf, dass ich von niemandem Angst habe, sondern einfach mal auf Angriff schwingen. Sie hat auch vor niemandem Angst. Die neuseeländische mehrfache Weltmeisterin im Kugelstoßen. Valerie Adams trainiert regelmäßig mit Sempach in Macklingen. Gut. Super. Hopp. Jawohl. Komm mal, Danny. Gut. Super. Hopp. Gut. Toi, tu es toujours comme ça. Non, 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 mais sais-tu aller un peu doucement, slow and then fast. Wenn jemand aus einer Verletzung kommt, ist er sehr oft nach einem Stecher. Und ich hoffe, das wird bei ihm auch der Fall sein. Ich glaube, er hat auch, er braucht ein Vertrauen. Er braucht auch eine gewisse Liebe, wie viele Athleten, auch die, die es nicht sagen. Aufmerksamkeit, er muss emotional auch beeinflusst werden, nicht nur rational. Und ich glaube, beim Matto ist das auch wichtig, auch wenn man jetzt das nicht unbedingt immer von außen kann sich vorstellen. Ja, 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 sicher, aber das müssen wir ja, 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 ja,
Nachwuchs in einem der ältesten Schwingclubs der Schweiz, mitten in der Stadt Zürich. Karl Mehli trainierte ab und zu hier. Seine Tochter Irene hat hier die Nachwuchsmädchen für Sägemehl fit gemacht. Was ist das? Und bleib auf. Gut. 2 und 2 zusammen. Jeder dreimal entweder Stich, Fußstich oder Kniestich. Bei dem, probieren wir es. Matthias Sempach. Was ist mit dem? Das ist mein Vorbild. Hast du ihn denn schon mal gesehen? Nein. Aber schwingen hast du ihn schon gesehen im Fernsehen? Nein. Und wieso findest du ihn denn cool? Weil er Schwingerkönig ist. Aha, wer will denn von euch auch Schwingerkönig werden? Ich. Das ist schon etwas. Schon noch. Doppelt. Der König hatte einen harten Kampf vor sich. Genau vor einem Jahr verletzte er sich an diesem Schwingfest und musste die Saison vorzeitig beenden. Und heute hat er eine angerissene Rippe. Spitzenschwinger wie Stucki oder Wenger sind allerdings verletzt oder krank gemeldet. Die Eltern Sempach sind bei jedem Kampf ihres Sohnes auf dem Platz. Wenn er eben etwas im Kopf hatte, hat er es durchgezogen. Er hatte einen Willen. Also, ja, wirklich einen richtigen Willen. Das war manchmal schon positiv, aber manchmal auch negativ. Ja, als Eltern ist das nicht immer lustig. Nein, nein. Aber er hatte auch einen Bruder, der eigentlich auch das gleiche Interesse hatte. Auch das Schwingen, die Leidenschaft zum Schwingen. Und sie waren zwar grundverschieden, aber das haben sie durchgezogen, beide zusammen einfach. Ich habe früher auch geschwommen, ja, aber mit 21 aufgehört. Weil wir im Bauernhof in der Ostschweiz aussen, und mein Bruder und ich das. Dann habe ich weitergeführt und dann hat es einfach nicht für alles gelangt. Und dann habe ich dann in jungen Jahren schon das Schwingen, die Schwinghose an den Nagel gehängt, frühzeitig. Zu dem Mädel, dass sie ein bisschen leben, was sie nicht können. Genau, das ist vielleicht auch nur ein Vorteil. Es ist nie einfach. Bekannter Vater, dass der Junge noch besser sein sollte, ist immer schwierig. Sehr schwierig. Das wissen nicht immer alle. Der Sohn schwingt am Oberaargauischen oben auf und geht als Sieger vom Platz. Er schwingt so gut, dass ihm ein Gestellter, das heißt ein Unentschieden, für den Sieg reicht.
Den Siegermoni nimmt er nicht. Lieber das Kuvert mit dem Geld. Aber ein Foto muss sein. Wegen der Erinnerung für Stubenbuffet. Außenschwingplatz Kernen-Riet. Der König hat Besuch aus der Stadt. Hoi, Sally. Hoi. Hoi zusammen. Freut mich, hä? Hoi. Ryan. Freut mich. Was könnt ihr dort helfen? Könnt ihr die Holz? Holztremmel ein bisschen fortnehmen. Papa. Was ist? Jetzt nehmen wir die. Sohn Henry ist inzwischen 1,5 Jahre alt und hat bereits eine eigene Schwingerhose von Paul Eckimann. Bumm. Wichtig ist, dass du ein schönes Trüet machst, oder? Dass du das Gewicht kannst verteilen. Hallo zusammen, Brüder! Spannen hier, he, im Rumpf. Ja. Und jetzt die Brücke. Brücke. Jetzt auch erst, wenn alle Brücke sind. Musst du eins probieren? Musst du nicht probieren? Also. 3, 12, 13. Hoi. Also der Jonas hat extrem viel Biss, habe ich das Gefühl. Der Ryan hat ein gutes Gefühl. Ja, ich denke, ihm kommt momentan die Postur noch etwas zu gut. Er ist recht gross und hat schon ein bisschen Gewicht für sein Alter. Und technisch muss er sich sicher noch verbessern, aber sie machen es gut. Super einhängen, hier lösen, Schwung holen. Und durchziehen. Schön, oi. Komm, ich bin noch nicht vom Rücken. Jetzt musst du mit dem Vödel hier drüber. Komm, mit dem Vödel drüber. Komm drüber. Ja. Hey, hey, hey. Das geht ja. Du musst immer wollen. Gell? Ja. Das war gut. 6 Wochen vor dem Eidgenössischen. Das Rigibergschwingen in der Innerschweiz. ...5000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen mit der Bahn auf den autofreien Berg. Darunter auch das Siegerrind Daisy. Thank you.
Fabian gerade selber rumführen da. Ich bin eher der, der relativ ruhig alles hergeht. Er ist immer so ein bisschen dreistitzig. Und der will, der will, der will. Und ich bin dann so ein bisschen, ja, schau dir mal. Und das ist sicher der grösste Unterschied zwischen uns zwei. Der Stucki Christian und der Sempach Matthias mit einem grossen Applaus auf dem Platz 2 willkommen. Manchmal sagen mir die Leute, man hat so ein bisschen Lachen und so. Und ich halt einfach von Natur aus halt, schaue ich halt manchmal ein bisschen ernst. Aber ja, ich glaube, es bringt ja nichts, wenn ich einfach lache. Oder, es gibt viele Leute, die einfach den ganzen Tag lachen, aber ich gar nicht glücklich sind. Von dem her, ich kann zumindest sagen, dass ich glücklich bin. Auch wenn ich nicht immer lache. Zwei Wochen bis zum größten Sportanlass der Schweiz. Die Infrastruktur für 250.000 Menschen steht bereit. Die Direktorin schläft im Büro auf dem Gelände, weil sie noch sehr viele Fragen beantworten muss. Die Lebendpreise warten bereits auf die Schwinger und das Publikum. Im sogenannten Gabentempel sind Preise im Wert von rund 1 Million ausgestellt. Und die Direktorin zieht eine erste Bilanz. Es ist ja gleich ein Amateursport. Es geht da nicht um Geld und Macht und weiss Gott was, um Transfersummen und so. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Der Schwingsport hat immer noch die Werte behalten können, die sie schon immer hatten. Obwohl es jetzt viel populärer ist und viele Medien darauf abspringen, wenn man so will, haben sie die Werte behalten können. Und das ist das, was mir extrem das beeindruckt mich. Und der König, der tut, was er immer tut vor einem Kampf. In ein paar Tagen wird Matthias Sempach hier gegen andere Könige und solche, die es werden wollen, in die Hosen steigen. Ja, wenn man wirklich super zu Weg ist, wenn man so in einen Lauf hineinkommt, Gang für Gang gewinnt, dann fühlt man sich wirklich wie ein Gladiator, fast ein bisschen, ja.